Aufnahme starten. Gut, ich müsste jetzt eigentlich auch nichts mehr. Es müsste jetzt bei Hora Dingsbums. Ja, paar Dingsbums sein. So, weiter geht's. Ja, ich habe es jetzt so eingestellt. Dass es hier automatisch nach 40 Sekunden einen Cut gibt. Minuten. Somit muss ich jetzt nicht mal mehr. Wisst ihr noch, dieser Mann, der uns hat, als wir uns geirrt hatten? Wie könnte ich Norio vergessen? Schrecklich. Diesen Mönch. Ja. Fluppi, grüß dich. Ja, wir sind eigentlich schon seit einer Stunde live. Allerdings. Hatte ich mal versucht, auf YouTube live zu sein. Aber nach einer Stunde war halt nicht viel los. Und dementsprechend habe ich jetzt wieder auf Twitch geswitcht. Mein Herr, habt ihr einen Moment Zeit? Ja. Die Invasoren sind fort. Das ist es nicht, mein Herr. Eine Gruppe Banditen terrorisiert Komoda. Sie haben meine Familie abgeschlachtet. Wie Tiere. Dann werde ich sie jagen wie Tiere. Wo töteten sie eure Familie? Bei uns zu Hause. Nördlich von hier, am Fluss. Ich nehme dort die Spuren der Banditen auf. Wie ist euer Name? Saki, mein Herr. Ich räche eure Familie, Saki. Gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Blubbidi blub. Chrissy Boy. Chattet hier und dort und überall. Er ist für dich da, wenn du ihn brauchst. Das ist der Chrissy Boy. Wer braucht denn schon Freundschaft und Liebe? Der Chris verteilt Hiebe. Mit seinen Händen. Ja, so ist er drauf. Entschuldigung. Ja. Gut, wollen wir der alten Dame mal helfen, um mal ein bisschen auf das Game-Geschehen mal wieder einzugehen. Und ja. Die Saki hat also ein Problem. Und die ist furchtbar traurig. Ihr werden wir jetzt helfen. Hoffe ich zumindest, dass wir ihr helfen können. So ein bisschen. Oben ist doch bestimmt wieder eine Mongolenfestung. Die Frage ist nur 8 von 24, also so richtig. Wir erkunden zwar die Map, aber wir kommen nicht vorwärts. Hier schon? Gefühlt ja. Laut Map.
Aber warum habe ich die Vorräte hier gelassen? Habe ich hier echt Zeug vergessen? Das klingt so gar nicht nach mir. Aber die Hintergrundmusik ist schön. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch Bombe ist voll. Vorräte, Artefakt der Mongol. Ich habe hier echt voll viel vergessen. Was ist der nächsten Monat? Also an mir soll es nicht liegen, ne? Und du bist der Auto. Du musst nur sagen, hier dem Samstag komme ich vorbei. Dann richte ich das ein. Das ist alles gar kein Problem. Muss nur ein bisschen früh genug Bescheid geben. Nicht so sagen, yo, Sascha, ich bin morgen da. Das könnte in 80% der Fällen gut gehen. Richtig. Aber wenn du unangemeldet kommst, kann natürlich sein, dass ich dann vielleicht am Samstag doch mal was vorhab. Es ist aber eigentlich sehr unwahrscheinlich, weil ich ja Samstag und Sonntag in der Regel die Musik ist so schön. Es ist einfach eine Pracht. Warum konnte ich eben herausfordern? Warum gibt es hier noch Vorräte? Ich nehme an, dort hinten, wo der Rauch aufsteigt. Was zu holen. Ich werde auf jeden Fall hier noch ein bisschen die Map erkunden und hoffen, dass wir das da mal weiterführen. Diesbezüglich, ja. Warte mal. Jetzt muss ich doch noch mal die Kanalanalysen und Twitch aufrufen oder beziehungsweise das Stream Manager, weil irgendwie ja der Scheiß nicht mehr funktioniert. Ja, ich werde heute später wahrscheinlich auch Ranch Simulator spielen mit dem Foxy zusammen. Je nachdem, wann er kann. Aber ich muss halt auch wieder Ghost of Tsushima weitermachen. Ne? Das ist jetzt schon zu lange nicht mehr passiert. Muss Sakis Haus sein. Sollte drin nachsehen. Nehmen wir mal alles mit. Was wir noch so finden können, was eigentlich gemein ist. War ich hier schon? Nee, eigentlich nicht. Er hat sich gewehrt. Oh nein. Kaltblütig ermordet. Messer in Rücken. Eine Karte. Dieser Ort ist markiert. Was steht da? Dann sind wir endlich zusammen. Das war kein zufälliger Angriff. Nichts weiter hier. Ich sollte draußen nachsehen. Wollte die Familie beschützen und starb. Armer Hund. Armer Hundi. Ja, das ist immer so ein bisschen schade. Was kann ich denn sonst noch finden?
viele Männer hier. Gingen zur Straße. Fuck. Wollen wir diesen Lümmel mal folgen? Diese Ganoven. Einfach so ein Haus zu überfallen. Ich glaube, es geht los. Nee, nee, nee. Das kannst du nicht machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der One-Piece-Film interessiert mich eigentlich nur so vage. Aber wir werden ihn uns sowieso angucken. Wir könnten nur mal gucken, ob dieser Sakura Bock hat, damit zu machen. Mein Herr! Vielleicht will sie ja mitkommen. Ich hörte, das alte Ketchi-Gehöft wurde befreit. Ich wollte Pferde und Medizin dorthin bringen. Ein paar Banditen kamen mir in die Quere und... Oder Kai hat Bock. Alles. Wisst ihr, wo sie hin wollten? Sie erwähnten Komoda. Oder was davon übrig ist. Ich folge ihnen. Könnt ihr laufen? Ketchi ist nicht weit. Ich glaube schon. Findet diese Bastarde. Sie fanden das lustig. Reise zu den Ruinen von Komoda. Ich rate, es ist bestimmt da hinten irgendwo. Knappen Kilometer. Nee, das sind nicht die Ruinen von Komoda, aber da können wir bestimmt was finden. Lümmel. So. Hat sich aber jemand schnell reagiert. Machen wir mal hier. Befreit mich! Ja, ist ja gut. Stillhalten. Das ist ein Wunder. Geht. Gebt auf euch Acht. Bitte. Das ist für euch. Na, voll lieb. Vielen Dank. So, das war's. Sieht ganz gut aus. Gut, dass wir... Bevor wir jetzt hier weitermachen, reiße ich doch nochmal die ganzen Fragezeichen ab. Das war jetzt aber eins. Nee, immer noch 18 von 24. Ich weiß zum Geier. Holz nehme ich natürlich mal mit. Wir sollten eigentlich mal gucken, dass wir wieder ein paar Upgrades hinkriegen. Beziehungsweise wir haben einen neuen Talismanplatz. Das Vorteil. Niederer Nahkampf-Talisman. Geistwaffen. 5%ige Chance. Doppelten Schaden. Okay. Nachladegeschwindigkeit für Bögen. Resistenz. Ich brauche einen Talisman der Schatten. Entschlossenheit. Ich würde sogar sagen, dass wir vielleicht mal ein bisschen Resistenz nehmen. Thank you.
können sogar ein bisschen was verbessern. Die Frage, ob wir das vielleicht auch mal machen sollten. Oh nein. Beim Holz fällen. Und beim... Naja, beim Holz tragen. Oder sammeln. Gestorben. Finde ich jetzt nicht so geil. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich habe so das Gefühl, wenn wir mit dem Sattel aufsteigen, dann ist der... Ja. Entdeckungsradius ein bisschen größer, aber nur ein bisschen minimal. Ich meine, klar, mit Talisman kannst du das bestimmt steigern, aber wozu eigentlich? Ja, macht's ja gut, Rehe. Ich werde euch nichts tun. Ihr bringt mir ja nichts. Bei Ranch Simulator bringt ihr mir wenigstens Fleisch. Unentdeckter Ort. Frühlingsfellenschrein. Ganz im Ernst, hier würde ich mich auch mal gerne ein bisschen niederlassen. Also jetzt nicht häuslich, aber so Urlaub, wenn das Wasser halbwegs warm ist. Einfach traumhaft. So eine kleine Oase, oh, da würde ich sofort meditieren. Da ist noch so ein Dingsbums, okay, verstehe. Frosch, Kröten-Eremit. Hallo, Iraya. Tori-Tore führen Dingsbums. Das war ein bisschen schnell. Lass mich raten, der Frosch zeigt mir, dass ich hier viel springen muss. Ist ganz schön laut hier. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber ich will sie jetzt auch nicht leiser machen. Zumindest für meine Verhältnisse. Weil ich finde... Das passt gerade ins Ambiente. Okay, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Ja. Du willst mal ein bisschen miteinander quatschen, Blub. Alles klar. Eine Blume, eine Blume. Ich will doch nur... Was war das denn? Komm ich hier nicht rein? Ja.
So. Hat doch wunderbar funktioniert. Alter. Also das Klettern, ich weiß nicht. Schön, dass er drin steht zur nächsten Kante. Das bringt was? Aber das lohnt sich. Außer hier diese zig Milliarden Blumen. Also der Firefox hat gesagt, dass er heute nicht kann, weil er eingeladen wurde. Obwohl er mir eigentlich zugesagt hat, dass er heute nicht viel vorhat. Dementsprechend weiß ich halt nicht, ob ich einen Mitspieler für Ranch Simulator finde. Hätte ich jetzt auch eine fucking Treppe nehmen können. Tori I. Tor. Mich verarschen. Ja. Blob ist am Aufräumen. Der Kai ist ruhig. Keine Ahnung, ich bin eingeladen, muss schauen. Sagt der Foxy. Vom Adriano kein Lebenszeichen. Ja. Alles mal in das Wasser, Kamis. Na dann. Okay, den Schrein kann ich so verlassen. Das ist gut. Da oben war ich auch schon. Aber aus irgendeinem Grund habe ich den unentdeckten Ort nicht gefunden. Was zum Geier? Wie? Wie? Mich immer weiter von dem. Okay, lass mich mal überlegen. So, jetzt muss ich nach rechts. Ich gehe einfach mal gucken. Ich gucke einfach mal hier. Einfach mal hier hochkraxeln. Ja, waren wir mal kurz bei Sensei Hiraya zu Hause, dem Kröteremiten. Hallo, ich habe doch nach oben gedrückt. In die Richtung. Dann müsste der unentdeckte Ort da oben sein.
Gut. Mal gucken, was das ist. Ah, so ein Haiku, Maiku. Alles klar. Yoshi Haiku. Ciao, Che. Auf die Schnauze. Über Frieden sinnieren. Verborgene Pause. Der Brise folgend. Frei wie der Himmel. Wacht über alle. Ja, an dem Baum. Baum, Wasser und Pütze. Hastet schnell voran. Für Wandel bereit. Ein neuer Beginn. Der Brise folgend. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche aus... Reinigt sachte und erfrischt. Ein neuer Beginn. Entschuldigung. Na komm her, Bär. Oha. Und gut, zwei Kunais. Das hat dem Bär Aua gemacht. Ist das noch eine heiße Quelle? Fuchsbau! Na, Füchschen? Dann wollen wir dem Fuchs mal folgen. Hallo, du kleiner Fuchs, bist flink wie ein Luchs. Wo bringst du mich denn wieder hin? Ist der noch da? Ist er nicht. Hallo, ich würde gerne... Willst du mich verarschen? Ich wollte doch nur die Map öffnen. Sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir hier hin. Die lachenden Banditen. Wie läuft es? Ja, soweit. So, du meinst den Blub? Ja. Bluppi, wie läuft's aufräumen? Dadurch, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin und nur am Zocken bin, ist bei mir das Aufräumen eigentlich relativ simpel. Komme ich hier überhaupt noch irgendwo hin? Fuck. Weiß nicht, ob ich hier hin sollte. Bei mir ist er eigentlich relativ simpel. Einfach mal einmal mit dem Wäschekorb durchs Zimmer und dann ist meistens auch aufgeräumt.
Dass es hier keine heiße Quelle gibt bei den Fällen oder so. Also ich würde hier durchaus baden. Sieht richtig geil aus. Also optisch hat das Spiel echt viel zu bieten. Und das ist die PS4-Version. Es ist nicht mal die PS5-Version. Dann bin ich echt am Überlegen, ob ich vielleicht mir nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen soll und die 5er-Version holen soll. Aber ich bin von der 4er-Version eigentlich genauso begeistert. Dementsprechend hält sich das alles in Grenzen. Gibt es hier Banditen? Ich kann also nicht hier durch. Na gut, machen wir es offiziell. Der hier, Lümmel. Lass dich nicht los. Ich hasse Speerkämpfer. Yo, das war ein Bitch-Schlepp. Verbesserung verfügbar. Hat da jemand Hilfe geschrien? Woher kommt mir das nur so vor? Und so ist es halbwegs gut. Naja, besser als gar nicht. Ich weiß gar nicht, ja, ich muss eigentlich auch mal wieder eine Aufräumaktion starten. Problem ist, bis nach 10 Minuten fertig. Nach 5 Minuten sieht es wieder genauso aus. Komoda, hier könnten die Banditen sein. Hier könnten die Banditen sein. Diese Lümmel! Ich muss mal ein bisschen auf die Story achten, weil ich habe jetzt... Weiß jetzt nur, dass eine Frau am Wein war und dass hier Banditen sind. Aber ich könnte mich jetzt nicht mehr an die Story erinnern, was sie mir erzählt hat. Jonas Haus. Ein ganz anderes Leben. Die hat ein schönes Haus. Arme Juna. Wundert mich, dass ich den Justin heute noch nicht gesehen habe.
Wie lacht ihn da so dreckig? Diese Hunde töteten Sakis Familie. Wie soll ich denn lachen, Leute? Ich kann natürlich blöd lachen. Na komm her. Du Lappen. Sakis Familie hatte so viel Reis versteckt, der reicht uns für Monate. Du hast sie schön zum Lachen gehalten. Ich hab deshalb fast ein schlechtes Gewissen. Nein, hast du nicht. Stimmt. Hab ich nicht. Auf Saki. Wo immer. Schnapp dir! Bitte nicht! Ich habe keine Schuld! Alter, dieser Speertyp! Wir haben also die Saki verarscht. Diese Lümmel. Ich glaub's ja nicht. So. Drittes Arschloch confirmed. Eins am Hintern, eins am Rücken und einmal die Fressluke, wo nur Scheiße rauskommt. Warum sollte ich? Wenn ihr mir die Wahrheit sagt, worüber haben diese Männer gelacht? So ein armes Mädchen. Sie war in Haruo verliebt. Er hatte das Sagen. Sie verriet ihm, wo ihre Familie ihren Reis versteckt. War ihr Name Saki? Ja, Saki. Sie dachte, Haruo würde dasselbe empfinden. Stattdessen tötete er ihre Familie, nahm den Reis und ließ sie im Regen stehen. Und ich war das Instrument ihrer Rache. Verschwindet. Ich werde ein Wörtchen mit Saki reden. So, so. Die hat mich also nur dafür benutzt, um Rache zu nehmen. Das ist nicht okay. Wir sind hier immerhin ein Samurai. Wir halten nichts von Rachegelüsten. Diese Lümmeltante. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Oh.